Turin ist auch am Start, Fabo der Dicke. Und ich werde heute gesponsert von Neuser Schützenbräu. Yeah. Kenne ich nicht. Habe ich wieder mal in einem Paket gehabt. 3 solche Flaschen. Das ist auch nur 0,33 Liter. Das heißt, das müsste gleich komplett schön in dieses auf die dicken Bierglas reingehen. Wir scheppern das jetzt mal auf zum Anfang, weil das ist ja hier so eine Bügelflasche. Da kommt immer der Undertaker raus. Vor allem bei denen immer übelst Schiss. Erstens knallt es immer mäßig und dann schäumt das meistens aus der Flasche raus. Wenn da so viel Druck ist. Ich probiere es einfach mal hier unten kurz. Ohren zu halten und... Bossa! Und es schäumt natürlich alles raus, ich hab's gewusst. So ein Dreck! Ah. Also das habt ihr jetzt nicht so gesehen. Ich merk's nur, wie der ganze Stuhl gerade nass ist. Und es hier tropft. Ach, wunderbar. Und der Rest ist auch nass. Ich glaube, da kann ich mir gleich mal was zum Abspülen holen. Beziehungsweise mein T-Shirt. Wett-T-Shirt-Contest. Guckt euch das an. Die ganze Blöre hier. Das wische ich jetzt erstmal hier ab. Der Rest ist jetzt eh nass. Also egal. Als hätte ich es gewusst, dass wenn man so eine Bügelflasche aufmacht, dann alles rauskommt. Komischerweise war das beim letzten Mal nicht so, bei den letzten 10 Millionen Bügelflaschen. So. Riecht ein bisschen streng, ja. Wie bei Barney, da hat jemand Bier in den Aschenbecher verkippt. Saugt man das raus, saugt man das nicht raus? Ich glaube, ich muss mir jetzt das T-Shirt gleich ausziehen, weil das einfach nur komplett durchnässt ist. Der Boden ist auch nass. Den Boden, den lassen wir jetzt mal kurz so. Moment. Ach so.